Hallo Freunde und willkommen zu den Nebelchroniken. So, dort hinten ist Wüste. Da werde ich mich jetzt erstmal hin aufmachen. Ich glaube, wir müssen da hinten hin. Ich glaube es. Ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube es. Hui! Ah, das war ganz schön tief. Ein Boot hätte vielleicht Sinn gemacht. Nee, wir müssen dahin. Ich erkenne die Landzunge mit Verbindung des Lavasees und das Gebilde hier. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ist ja auch schon mal was. So, ich blicke voller Sorge auf die Uhr. Hab ja heute noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Das Zeug muss gerendert werden, das Zeug muss hochgeladen werden. Ich hoffe, ich habe genügend Folgen noch in der hochgeladen, damit ich die beschriften kann, dass die übers Wochenende mitreichen, weil ich bin ja am Wochenende nicht da. Eieieiei. Mal gucken, vielleicht werde ich an den Sonntagen, wenn ich hier das CLP jetzt erstmal pausiere, vielleicht werde ich ja da erstmal ein neues Projekt mit einsteuern. Irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas ganz Banales, was du jederzeit aufhören kannst. Oder vielleicht werde ich, wenn ich die Zeit finde, das Outlast Let's Play weitermachen, weil das muss ja auch noch gemacht werden. Habe ich ja auch einfach mal pausiert. Ich möchte auch wissen, wie es da endlich weitergeht, wie es da aufhört. Was diese komplett verwirrende Story zu heißen hat. Plupp. Ich glaube, wir müssen da lang. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt Vollgas irre. Hoffen wir mal nicht, dass sich der Lord Regent irrt. Esel. Hier gibt es Pferde. Wir müssen uns merken, aus dieser Richtung. Irgendwie so oder so ähnlich habe ich doch das gesagt gehabt. Aber ich bin noch an dem... Ich glaube, ich muss da lang. Ich bin verwirrt, Freunde. So extrem verwirrt. Oh, das Hundsgrab-Intro. So, wo war ich denn eigentlich zum letzten Male stehen verblieben? Ein bisschen was übers Zeichnen habe ich und... Wo war ich da stehen geblieben? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall zeichnen, es ist auch mal schön, wenn du sowas machst. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wann hat sich denn der letzte von euch mal so Zeit genommen und hat irgendwas gemalt? Oder was gelesen? Hat sich nicht vor die Glotze gesetzt? Oder vor den Rechner? Das ist auch unglaublich, wie schnell die Zeit da vergeht. Kann ich euch sagen. So, ich gehe einfach mal in diese Richtung. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen herumirren. Das hilft nichts. So, da ist noch mehr Wüste. Wenn ich den Sumpf sehe, beziehungsweise den einen Berg, dann... Zum Beispiel diesen Berg. Dann ist alles halb so wild. Dann finden wir auch wieder zurück. Das sieht schon mal... nicht danach aus. Da ist eine Schlucht. Schauen wir mal kurz an in die Schlucht. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes noch. Autsch. Und das, obwohl ich Federfall habe. Eher nicht so. Geht da die Schlucht weiter? Yo. Die geht da definitiv weiter. Definitiv. Oh, das sind doch... Nee. Ich dachte, das wären die Sumpfbäume gewesen, aber nein. Das sieht mir doch sehr danach aus, wo ich hin möchte. Die Knochen, die holen wir uns. Weißen Farbstoff und so. Brauchen wir auch wieder zum Färben von allem Möglichen. Danke sehr. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege, Freunde. Ups.
So, sag mir bitte, dass ich von hier aus ein Portal sehen kann. Oder die Zwergenanlegestelle. Ich sehe weder das eine noch das andere. Das ist natürlich schade auch. Aber es müsste ja irgendwo hier am Wasser sein. Schau mal darüber. Hup! Autsch! Das könnte noch sehr gut dazu passen. Leider nein, leider nein. Das sieht mir also fremd aus. Wenn sie dieser Richtung nicht passt, dann muss ich nochmal umdrehen. Und in der anderen Richtung gucken. Aber hier wird es sumpfig. Sumpfig ist gut. Ich schaue einfach mal noch, was da hinten ist und dann drehe ich um. Nee. Nee, nee, nee. Dann diese Richtung. Boah, kennt ihr das? Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit schon am Überlegen, was könntest du jetzt dann essen? Lebkuchen mit Kakao, Chicken Wings, Chicken Nuggets, ein Wurstbrot, Toast, Sandwich. Oder einfach ein Auflauf mit Kloßteig und Hackfleisch. Haben wir uns gestern mal so ein Rezept für rausgesucht. Weil ich habe hier noch so ein bisschen Kloßteig rumfliegen. Dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir doch einfach hier ein bisschen quasi Spaghetti Bolognese an. Machen wir Spaghetti Bolognese an, nehmen den Kloßteig, legen den Kloßteig unten hin. Dann die Spaghetti Bolognese dazu. Lasagneplatten hätte ich zur Not auch noch gehabt. Dann schön Dings drüber. Na, hier, sag schon, weißt du. Schmand und Käse. Schön Dickkäse natürlich. Und dann wird das erst mit Alufolie überbacken. Ich glaube eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Und dann wird das nochmal für 20 Minuten ohne Alufolie zum goldbraunen Rösten des Käses in den Ofen geschoben. Wäre mal interessant gewesen, wie das schmeckt, aber ich habe jetzt natürlich kein Hackfleisch hier. Da ist es doch. Ha! Wir werden nach Hause finden, Freunde. Ohne Kompass. So, und das Timing ist auch sehr gut, weil es wird nämlich gerade Nacht. Warte mal. Wir nehmen uns Namensschilder mit. Wir nehmen uns Sattel mit. Einfach nur so ein bisschen Zeug. Da der Herr Dosa, denke ich mal, nicht mehr zurückkehren wird. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, ein halbes Jahr, ne? Dosa, sag mal, wenn du hier zuguckst. Ich glaube zwar nicht, dass du zuguckst, aber sag mal. Warum? Lass mal eine Werkbank hier, nehmen Namensschilder mit. Lass einen Dreck hier, nehmen Sattel mit. Zombiehände, Sattel. Labereimer. Goldene Äpfel. Kassetten. Ich will natürlich auch nicht alles klauen, was hier ist. Schleim. Meine gute Angel. Achso, das kann man auch noch hier lassen. Was nehmen wir dafür mit? Schleim. Und dann geht's ab nach Hause. In der Truhe, da ist TNT. Das war quasi eine Bitte, die ich ihm erfüllt habe, weil er gesagt hat, er möchte für die Zwergenruine extrem viel sprengen. Ob er denn eine Truhe voll mit Dynamit haben dürfte. Da habe ich gesagt, gut, wenn du so einen Aufwand machst, dann bekommst du von mir eine Truhe voll mit Dynamit. Mehr aber auch nicht, kein Kreativmodus oder sonst was. So, jetzt schnell bevor es... Boah, ich muss essen. Und hier muss ich, glaube ich, mal irgendwie eine Wand oder was reinziehen, weil sonst, ich sehe schon, der Erste, der fliegt da irgendwann mal runter. Oh, eine hervorragende Ausbeute haben wir. Ich bin gespannt, wie voll die Truhen werden. Und ich bin schon wieder in die Gammelposition gerutscht. Entschuldigung, so. Ah, ich weiß auch nicht, wieso ich momentan irgendwie immer so in dieses... Na, Gammeln.
Oh, aber eins muss ich meiner Lady hier vor, zugute halten, ne? Die kriegt mich runter. Also wo ich früher immer so gestresst war und keine Zeit hier, keine Zeit da und bla bla blub. Da ist sie quasi mein absoluter Gegenpart jetzt. Finde ich toll, finde ich klasse. So, hier sind wir wieder. So, dann ballern wir die ihr das zu. Und dann ballern wir erstmal das ganze Material, was wir jetzt gesammelt haben, in die Truhen. So, wie viele Folgen sind denn das? Die reichen auf jeden Fall erstmal, dass ich dann nächste Woche nochmal eine Aufnahme machen kann. So. Andesit. Diorit. Und Granit. Dann stellen wir mal unser Trüchen auf. Wäre beinahe in die Hose gegangen. So, lass mal das Zeug mal alles schnell hier. Das nehmen wir dann gleich alles mit. So. Jetzt haben wir wirklich nur noch das Zeug, okay. Na, gucke. Ta-ta-ta-ta. Kann sich sehen lassen. So. Naja, das Polieren, das übernehmen wir dann später. Beziehungsweise hier, dann nehmen wir mal schnell 1, 2, 3, 4. Oh, einen kleinen Moment mal bitte. So, Freunde, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ja, das war gerade besagte Versicherung, mit der ich telefonieren musste. Von daher, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Zeit, dass ich jetzt noch mit draufballern muss. Ich mache einfach mal 3 Minuten. Das wird schon, hoffe ich, passen. Ach, Gottchen. So, ach, nee, passt. Wollte gerade sagen, ich bin ein Vollidiot. Weil ich das Zeug aus der Endertruhe nicht raus habe. Aber wir haben ja da oben noch eine. Und es ist finsterste Nacht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Also, die Endertruhe, die bleibt wieder hier. Das kommt mit und das kommt mit. Und jetzt können wir... Halt. Du, nee, nicht du. Du bleibst ganz schön hier. Nehmen hier wieder alles mit und das müssen wir natürlich auch wieder gleich wegräumen. Fast ein Stack Eisen haben wir mitgebracht, obwohl wir eigentlich gar nicht so auf Eisentour unterwegs waren, ne? So. Redstone haben wir, glaube ich, auch hier, ne? Genau. 6 Namensschilder, das ist hervorragend. Da können wir wieder irgendwelche Sachen benennen, irgendwelche Pferde, irgendwelche Bewohner. Beziehungsweise um die... Was will ich denn hier? Um die verschiedenen Bewohner der verschiedenen Gebäude zu benennen. Da brauche ich ja dann quasi wieder Unterstützung von einem menschlichen Wesen. Und ja, dann kommen hier so dann alle Leute langsam mit rein. So, der Hühnerhabicht, die... Oh Gott, wie hieß sie denn? Wie hieß die Dame beim Hühnerhabicht? Goldie Flatterwisch. Genau, Goldie Flatterwisch. So hieß die. Ha, kann ich mir doch merken. Ich habe mir einen Namen gemerkt über einen so langen Zeitraum, Freunde. Wahnsinn. So, das haben wir. Dann gehen wir... Ach komm, ich mache heute ein bisschen länger. Ich schaue nochmal eben schnell hinaus auf die Pferdekoppel. Werde die 2 Sättel dann noch mit reinballern. Und ja, dann war es das quasi für heute. Und dann... Ich habe mir... Klang und heimlich nach dem Telefonieren noch so ein Snickers schnell mit dem Mund geschoben. Also so ein Mini-Snickers. Hoffe, das ist nicht aufgefallen. Da liegt noch ein Faden rum. Ach, wir haben jetzt die Angel noch einstecken, ja? Ja, ja. Oh, vielleicht mache ich ja irgendwann mal wieder einen Angeltalk. Aber dann mit Leuten. Mit Menschen. Ein Angeltalk mit Menschen. Präsentiert von den Nebellanden. Herzlich willkommen. Hexe. Die einzige Hexe, die wir haben, die ist in Drudenweiler und die ist freundlich und nicht so ein garstig hässliches Ding wie du. Aua, ich bin vergiftet. Ich muss eh da lang.
Heilung, bitte, danke. Okay, das hält sich die Waage. Puh. So, das sind ja 2, 4, 6, 8, 9, 18. Oh, oh. Schnell, bleib am Leben. 4 Sekunden noch, das schaffen wir. Boah, stell mal vor, wir wären jetzt gestorben. So richtig. Oh. Hallo Schattenfell, na mein Bester. Geht's dir gut? Nom, 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 nom. Wer bist du denn eigentlich? Du bist Blutstumpen. Genau. Aber wer bist du? Und wer bist du? Hast du denn schon einen Namen überhaupt? Störrischer Esel? Oh. Oh, das ist ja nett von dir. Dankeschön. Wiedersehen. Ach ja. So, na, das wird wieder eine Schneiderei werden hier mit dem Telefonat und so. Eigentlich waren es ja 2 Telefonate, weil ich habe aufgelegt und hat sie kurz darauf wieder angerufen, die nette Dame. Oh, so, nach so einer Vergiftung habe ich Hunger, du. Aber das ist eigentlich so wie, keine Ahnung, wenn du kotzen warst. Sag ich jetzt einfach mal so. Da hast du dann auch Hunger wie ein Bär, wenn du dann mal wieder was zu dir nehmen kannst. Ach ja. Gut, Freunde. Aber das soll es jetzt gewesen sein für diese Aufnahmesession. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir mal wieder ein klein wenig bauen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich was. Ich verabschiede mich natürlich wie immer mit dem Hofknicks und wünsche euch wie immer nur das Beste. Hochachtungsvoll, der Lordregent.